Hallo und herzlich willkommen zur gepflegten Nego-Unterhaltung. Servus. Mit meinem freundlichen Kollegen Thorsten. Heute das Funfact von den DC Comics mit dem Cyborg. Weißt du, was der für Fähigkeiten hat? Nö. Er wird wichtig sein. Ja, bestimmt. Er wird seine Aufgaben bekommen. Wenn nicht, kriegt er eine von mir. Jetzt baue ich mal das Männchen auf. Gib mir her. Wir machen mal einen Rollentausch jetzt. Recycling. Recycling. Ah, ich darf eine Kanone zusammenbauen. Ja, machen wir. Oder dann lieber den Friedenspanzer. Genau, du brauchst ja nur den Wächter. Ich baller drauf. Was hättest du denn gern? Das friedliche Gesicht oder das angry Gesicht? Angry. Angry, okay. Angry. Alter, also fast angry. Der Helm ist ja stark. Voll kaputt. Ja, satt. Terminator. Ja, das ist auch wieder so ein besonderer Stein. Habe ich ja auch. Weiß ja nicht, was er macht, aber er ist da. Und wieder verschiedene Hände, okay. Das ist Absicht. Ah, ich habe es auch noch falsch gemacht. Auch noch. Böse, böse. Jetzt kriege ich das wieder hier raus, ohne Profi-Werkzeug. Das kriege ich selbst mit Profi-Werkzeug nicht raus. Geht ja, ich wollte gerade sagen. Aber das ist richtig rum, ne? Ja doch, das ist richtig rum. Das kann ich drin lassen, das muss ich nicht noch raus. Hehe. Sieht so. Stück. Yeah, das ist aus wie eine richtige Knall. Robocop. Ja, bitte. Aber ja. Die Figuren musst du nicht programmieren, ne? Die sind schon. Die Figuren nicht, aber eben die Fahrzeuge wieder. Die muss man wieder im Spiel aufbauen. Den Krusty hast du auch noch nicht. Nee, kommt noch. Bei Funpacks, da gibt es noch 24 Stück, die ich nicht habe. Oh. Bis jetzt, ne? Also das kann ja. Bis dahin, bis wir das nächste haben, noch dazukommen. Das mit Scooby-Doo finde ich immer noch am abgefahrensten, wenn die da diese Sandwiches essen. Ja. Echt witzig. Ja, mal gespannt, ob es dann auch nochmal neue Dimensionstore gibt. Ja, da bin ich auch gespannt. Die gehen ja doch immer ein bisschen aufwendiger. Zumal es ja auch viel mehr zu entdecken gibt im Spiel. Sag ich jetzt mal. Bestimmt. Ja, die werden ja schon überlegen, ob sie dann noch einen Splitter hinbauen, wo dann noch mehrere Tore stehen oder. Mal gucken. Ja, durch Updates ja beliebig erweiterbar. Speicherplatz ist ja jetzt genug da, oder? Ja. Wie viel hast du da jetzt in der Festplatte? 250 GB. Oh, das ausreicht. Das wird erstmal für Jahre reichen. Wobei auf der Wii selber gab es 30, ne? Da hast du jetzt nur Dimensions drauf, oder? Nee, habe ich ja rübergezogen. Ach, kann man kopieren? Stell mal vor, speichern nicht möglich, kein Platz mehr. Also jetzt, Speicherstand, ja. Spielspeicherstand. Ah, Hilfe. Ja, hast gerade ein schönes Mario gespielt und kannst nicht speichern, weil der Platz voll ist. Ja, das ist so ein bisschen schade. Es steht nicht drauf, wie viel Speicherplatz auf dem Päckchen benötigt wird. Ja, das wäre schön gewesen, ja. Es ist echt nicht absehbar. Was hatten wir jetzt hier? Wir hatten für das Hauptmodell ungefähr 5-6 GB allein schon am Anfang, ne? Und da war nur das Hauptspiel, glaube ich, drauf. Richtig.
Und jetzt letztens 15 GB mit den neuen Sachen. Ne? Was im September dann auch noch kommt. Zusammen halt das Update schon. Du konntest die Updates für September schon machen? Ja, schon mal vorbereiten. Kannst davon. Du dann schon sehen, was dann noch kommt? Mhm. Was wird das sein? Spoiler-Alarm! Genau. Teens Go wird noch kommen. Was ich nicht kenne. Beetlejuice. Beetlejuice, okay. Und noch was. Kommen wir jetzt nicht drauf. Mhm. Ich spoilern dich also auch. Ja, ja. Hufflepuff, genau. Irgendwas mit Hufflepuff. Okay, noch mehr Harry Potter. Nee, nicht Harry Potter. Das ist irgendwie... Oder Puff. Irgendwas mit Puff. Puff halt. Rotlichtpuff. Nein. Irgendein Puff kommt dann noch. Nicht für die Jugendlichen. Nein, nein, nein. Dimensions 18. Ja, genau. FSK 18. Ja. Oder Dimensions Hamburg. Reeperbahn. Auch nicht schlecht. Ja. Mag die Idee. Ja, genau. So. Ach, da kommt wieder so ein Pin rein. Ja, da kommt wieder ein Pin rein, damit er auch. Oder diesmal andersrum. Drin. Schön präsentiert wird. Zack! Cool sieht er aus. Ja, das. Weiß zwar nicht, wo er her ist, aber sieht cool aus. Das ist Cyberguard. Cyberguard. Schön. Ja, wird bestimmt cool damit zu spielen. Müssen wir so Elevator-Musik drunter legen. Ja, sieht doch cool aus. Was haben wir sonst noch? Ja, wieder so eine Kampagne. Laser Robot Walk. Okay. Ja, ich wollte nur. Das war DC. Jo. In diesem Sinne, wir ziehen uns. Ciao. Tschüss.